Das Werk von Anselm Kiefer zeigt neue Dimensionen. Seine Installationen, seine Konstruktionen sind stark geprägt von der deutschen Geschichte. Für ihn ist Malen stets auch Politik. Nicht selten sind normale Museumssäle viel zu klein für seine Kunstwerke. Er sei ein Künstler, der alles male. Er male das Weltall und er male das Unterirdische, sagt über die Künstlerlegende eine Regielegende. Wim Wenders, der Kiefer vor langer Zeit in Berlin kennenlernte, hat nun einen Film über Kiefer gemacht. Mit einem verheißungsvollen Titel: Anselm, das Rauschen der Zeit. Markus Rea. Er arbeitet mit Feuer und Wasser, mit Pflanzen, Farben, Sand und Asche. Und immer wieder mit Blei. Anselm Kiefers Werke sind oft groß, übergroß, bedeutungsschwer und vielschichtig. Genau das hat den Filmemacher Wim Wenders fasziniert. Die dickste Schicht, die in allem steckt, ist die Zeit. Ich kenne keinen Maler, der es so geschafft hat, die Zeit als Schicht mit in die Bilder hineinzubringen. Man sieht der Zeit zu vor den Bildern und den Werken von Anselm Kiefer. Kiefer und Wenders sind ungefähr gleich alt, Jahrgang 1945. Als Kinder wachsen sie in einem Land auf, in dem die Erwachsenen ihre Vergangenheit, den Nationalsozialismus, einfach nur vergessen wollen. Ich wollte aus diesem Grund eigentlich vor allem aus diesem Land als Kind und als Jugendlicher nur weg, habe ich auch gemacht. Anselm war dann insistieren, hat gebohrt und wollte wissen. Und wollte wissen, was ist das für ein Anzug im Schrank hier? Dem Hakenkreuz drauf, was hängt der hier noch? Anselm Kiefer reagiert mit einer künstlerischen Provokation. Er reist quer durch Europa und zeigt den Hitlergruß. Auch davon erzählt Wenders Film. Das war zu einer Zeit, so 68, 69, als dieses ganze Thema Zweiter Weltkrieg, Faschismus, Drittes Reich überhaupt nicht behandelt wurde. Also in der Schule hatten wir das 3 Wochen lang und das war's dann. Heute gilt Kiefer als einer der bedeutendsten Künstler weltweit. Und neben all der Schwere aus Blei und Beton, aus Mythen und Geschichte, hat in seinem Schaffen auch das Leichte einen Platz. Die Menschen suchen ja das Leichte, weil sie das Schwere nicht sehen wollen, den Abgrund nicht. Denn von Grund auf wollen die Leute das nicht sehen. Dieses Künstlerleben auf die Kinoleinwand zu bannen, für Filmemacher Wenders keine leichte Aufgabe. Ich hatte Muffensausen. Bei den ersten Drehs hatte ich echt Muffensausen, weil ich bei den ersten Drehs dachte, da komme ich ja nie hin, das kriege ich ja in seiner Komplexität, in seiner Gesamtheit. Wie soll ich dem denn irgendwie gerecht werden? Wenders begleitet Kiefer schließlich über 2 Jahre lang und filmt in 3D. Und kommt so dem Künstler und seinem überwältigenden Werk ziemlich nahe.